runter. Schließ dich damit an. Du gehst da lang. Verzwieselst dich in die Richtung. So, da kommt jetzt Schweröl raus. Richtig? Schweröl, 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 Schweröl. Ja, gut. Petroleumgas macht das ganze Spielchen nach rechts. Das heißt, so, so, weil es muss einen Abstand mehr haben, weil es darf nicht hier lang laufen, weil da läuft ja schon das Schweröl unterirdisch. Das heißt, 2, 2, 2, 2. Du verbindest dich nach da mit dem. Du verbindest dich nach da. Oh, passt, sehr gut. Du gehst da hinten raus. So. Ich brauche größere Tanks da. So, und das Leichtöl kommt da erstmal raus, kommt da wieder hoch. Kommt da raus, kommt da wieder hoch. Der Symmetrie halber und weil da noch ein Strommast hin muss. Den wir gar nicht haben. Doch, da. Ding. Ist doch richtig, ne? Ja, ist richtig. Gut. Und die Leichtöldinger kommen denn hier in Chemical Plants? Die doof positioniert sind. So, so. Und stellen dann... Ach, können sie noch gar nicht. Und stellen dann später aus dem Leichtöl das andere her. Das heißt, wenn sie das noch nicht können, was machen wir dann? Dann machen wir da erstmal Tanks hin, das ist okay. Also ein Tank hier. Ein Tank hier, Leichtöl. Und ich brauche wieder mehr Stahl. Ah! Gut. Das. Ja, also runterlaufen, Stahl holen. Mit dem Stahl dann Tanks bauen. Und Chemical Plants und Pump Jacks. Und die dritte Refinery. Wir brauchen sehr viel Stahl. Sehr, sehr viel Stahl. Aber unser elektrischer Schmelzofen ist ja bald fertig. So, ah, Stahl stapelt sich. Sehr schön. So, eins, zwei, nochmal drei Tanks. Kriegen wir jetzt noch eine Refinery hin? Ja, sehr gut. Chemical Plants haben wir. Pump Jack müssen wir erstmal knicken, ist okay. Ich brauche noch mehr... Normale Rohre. Das heißt, ich brauche Eisenplatten. Und wir haben wieder keinen Strom. Das ist nicht gut. Warum passiert das immer wieder? Wir haben doch genug Kohle da. Hä? Es ist sehr, sehr komisch. Baurohre. Wie kann das passieren? Es ist durchgehend Kohle da. Das heißt, die Boiler haben durchgehend Hitze. Wenn sie durchgehend Hitze haben, ist das Wasser heiß, die Dinger produzieren Strom. Wenn die Dinger Strom haben, funktioniert die Fabrik und es kommt neues Wasser hinterher. Okay, dann kriegen wir erstmal keinen Sand und die laufen alle nur mit 80%. Doof, aber es ist mir irgendwie lieber, als hier alle 5 Sekunden hinzulaufen. Also, okay. Ich wollte noch Eisenplatten abholen. Eisenplatten hatten wir unten. Da. Kaching. Das dürfte genug sein, ja. Bau mal 1200 Pipes. Das sollte reichen. Ich könnte noch mehr Strommäste bauen, aber wenn ich die jetzt baue, habe ich gleich wieder oben gar keinen Stahl. Ich habe lieber noch so eine kleine Notreserve. So, hier kam jetzt Petroleumgas raus. Du. Da und da. Petroleumgas kam hier raus. Mach erstmal so. Petroleumgas sammelt sich da. Schweröl kommt erst, wenn wir die dritte davon haben. Oh, da ist nicht gut. Du musst woanders rauskommen. Du kommst da raus, gehst da wieder runter und kommst da hinten irgendwo raus. So.
du auch meinen Strom hast. Setz ihn richtig. So. Du Leichtöl kommst da raus. Da raus. Gehst dann auch in so einen Tank. Wie voll sind die Tanks jetzt schon? Fast gar nicht. Weg. Weg, bevor er zu voll ist. Wirst du da überhaupt befüllt? Ich glaube nämlich nicht. Das ist ärgerlich. Muss auch weg. Sorry. So. So, jetzt wird er von beiden befüllt. Okay. Und dann kommt von da... das dahin. Also jetzt müssen alle drei Refineries das Ding befüllen. Du da. Kriegst auch gleich Öl. Und hier sollten wir noch unterirdische reinbappen, damit man es zwischendurch gehen kann. Also du gehst da runter. Kommst da raus. Du gehst da runter. Kommst da raus. So. Du da oben brauchst noch... da komme ich durch, gut. Du brauchst hier noch Öl. Das ist jetzt doof. So. Sieht nicht schön aus. Da, nach da. So, du kriegst jetzt Öl. Das ist die Hauptsache. Das staut sich weiterhin Öl. Das Rest wird hier verbraucht. Alles funktioniert. Schweröl. Schweröl kommt hier raus. Geht da lang. Dann unterirdisch und kommt da hinten wieder raus. Leichtöl kommt dahin. So, Petroleum. Petroleum hatte einen Abstand. Dann geht's dahin. Dann macht es einen Knick. Und verbindet sich hier mit. Nimm. Und sollte sich jetzt hier stauen. Ja, sehr gut. Ich glaube, damit haben wir schon alles aufgefriemelt. Also später muss das halt auch noch zu Gas verarbeitet werden und dann hier irgendwie hingeleitet werden. Das ist okay. Und das Schweröl müssen wir jetzt noch einsortieren. Dafür brauche ich mehr Strommaste. Denn Dinger. Du. Da. Weg. Stehst falsch. So. Da. Da. Okay, also Schweröl geht da runter. Kommt hier hoch und kommt hier in so einen Tank. So. Tada. Und daraus wird dann weiter unten Lubricant gemacht. Und Brennstoffzellen. Brennstoff, genau. Du setz dich mal dahin, einfach nur um zu gucken. Ich hätte gerne aus Schweröl Brennstoffzellen. Zwei Schweröl. Hä? Hey. Also wir können aus zwei Schweröl einen Brennstoffblock machen oder aus einem Leichtöl einen Brennstoffblock machen. Und ich weiß, man kann Schweröl aufsplitten. Also würden wir dann aus zwei Schweröl wahrscheinlich vier Leichtöl bekommen und könnten daraus dann vier Brennstoffzellen machen. Also es ist wesentlich effektiver, das so rumzumachen. Das heißt, wir warten jetzt mit den Brennstoffblöcken, bis wir die Advanced Oil Refinery Forschung, wie auch immer das heißt, fertig haben. Und dann machen wir das dann hier. Dann splitten wir hier das Schweröl auf, leiten es aber nicht hier in den Leichtölbereich, sondern leiten es weiter nach links und machen dann die Brennstoffblöcke draus. Guti, ich brauche hier oben Licht. Wo ist unten Licht? Soll ja alles gleichmäßig sein und so. Hier. Die Reihe ist Licht. Die hier. Yeah. Ist natürlich überall Rohre im Weg. Machen wir mal so. Warum nicht? Dann war das drei Abstand und dann hier hinten wieder hin, ne?
Da haben wir aber keinen Strommast für. Nö, 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 muss warten. Aber guck dir das mal an. Zwei Lampen reichen schon, den ganzen Bereich hier auszuleuchten. Das haben sie definitiv hochgeschraubt. So, du kannst weg. Dann holen wir uns doch jetzt mal neuen Stahl und arbeiten da oben weiter. Nebenbei Mauern bauen. Und was bauen wir noch? Bauen wir blaue Ärmchen. So. Strom klappt. Du hast keinen Brennstoff. So, weil wie das... Kohle ist oben auch fast alle. Okay. Ding, 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 ding. Ich sollte das Ding mal automatisieren und oben hier anschließen, ne? Dass er es nicht mehr von Hand machen muss. Du, da, alles rein. So, gib mir mal einen halben Stack, so. Der kommt dann hier direkt rein. Da direkt rein, so. Also ja, das steht auf der Liste, kommt später. Stahl. Stahl, 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 Stahl. Und warum ist die Forschung noch nicht fertig? Weil... Rote Tränke werden produziert, aber ich sehe keinen Kupfer mehr kommen. Wo bleibt das Kupfer? Es wird alles einsortiert. Hör auf! Das ist natürlich nicht schön. Wenn man das schon extra so macht, dass das hier runtergebracht werden soll und dann der Arm oben zu schnell ist. Wer von euch brauchte Kupfer? Kupferdraht? Nein. Achso, es wurde noch kein neues Kupferdraht hergestellt. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Hier, bitteschön. Du brauchst Eisenplatten. Sonst brauchen wir nirgends Kupfer. So, elektrische Schmelzöfen sind jetzt möglich. Das ist gut. Was war das nächste? MK3-Pipes. Nein. Größere Chests. Nee. Schnellere Fließbänder. Hier, Öl. Advanced Oil Processing. Brauch hellblaue Science Packs. Könnten wir überhaupt schon hellblaue Science Packs? Ich glaube nämlich nicht. Es ist dann ein wenig sinnlos, das zu erforschen, oder? Nur wo bekommen wir die? Chemical Plant. Ja. Kristallformation Mining Drill. Kristalle haben wir noch, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, hatten wir irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Wo sind blaue Tränke? Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da. Nirgends. Okay. Das ist jetzt ärgerlich. Ich gehe mal kurz raus und gucke, ob ich vielleicht doch schon blaue Tränke irgendwie herstellen kann. Nein. Tee. Dann baue ich jetzt erstmal einfach alle roten und grünen Sachen, die ich kann. Oder wurde das automatisch freigeschaltet, wenn man irgendwas braucht, was blaue Tränke braucht? Das hört sich komisch an. Nee, ich glaube nicht. MK2-Zeug, nein. Plastik. Plastik brauchen wir. Ne, ich sehe jetzt ad hoc nicht, wo ich meine blauen Tränke herbekomme. Also Plastik. Plastikbar. Erforschen. Das muss ich aber auf jeden Fall nachgucken. Also weil blaue Tränke brauchen wir sehr bald. Das ist nicht mehr lange hin. Grüne Tränke stocken ein wenig. Wo ist das Problem? Es sind nur zu wenig Fabriken. Das lässt sich ändern. Wir setzen einfach ja, hier noch eine hin, die keinen Strom hat. Brauchen Stahl. Zip. So. Au. Oh. Das Fließband da ist nicht gut. Das muss weg. Untergrunddingens. So, so. Also du stellst jetzt bitte auch grüne Tränke her.
Dafür brauchst du zwei lange rote Ärmchen. Du hast nur einen. Was? Warum hast du dich nicht gestackt mit dem da? Rein, rein. Normale Ärmchen. Nimm. Klick's raus. Oh, du bist noch eine langsame Fabrik. Ja, okay, das erklärt's auch. Dann nimm mal hier und da. Schnelle Fabrik. Haben wir noch irgendwo langsame Fabriken, die ersetzt werden müssten? Du da. Bau mal 5 schnelle Fabriken. Zahnräder ist nicht ganz so wichtig. Rote Tränke ist wichtig. Da zieht sich ein bisschen, ne? Warte mal, 25 Eisenzahnräder haben wir auch. Oh. Die werden alle eingesackt, stimmt aber was. So, bau, 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 bau. Genau, du, komm mit. Rote Tränke, schneller. Steinzahnräder haben wir immer genug, das ist okay. Eisenzahnräder, schneller. Das war's schon, ne? Ja, so viele Fabriken haben wir gar nicht. Okay. Also grüne Tränke sollten hier schneller produziert werden. Rote Tränke sollten schneller produziert werden. Forschung kommt denn also hoffentlich auch schneller voran. Die sollten mich alle durchgehend forschen. Öl oben ist in der Mache. Da brauchen wir allerdings erstmal die blauen Tränke für. Das ist sehr komisch. Ha! Science Pack 3. Plastik ist noch nicht so weit. Forschung bitte lieber Schwefel. Danke. Also ich habe jetzt ein kleines bisschen Forschung verbraucht. Aber es ist wichtig, dass wir das erforschen, was wir auch wirklich brauchen. Also wir erforschen den Schwefel, dadurch kriegen wir Batterien. Und wenn wir Batterien erforschen, kriegen wir die blauen Science Packs. Und, netter Nebeneffekt, sobald wir Batterien erforscht haben, können wir auch Lasertürme erforschen. Also eigentlich bräuchten wir jetzt noch 2, 3 Fabriken, die grüne Tränke herstellen und noch 2 Fabriken, die rote Tränke herstellen. Damit wirklich alles durchgehend forscht und dann noch mehr von den Dingern. Aber man muss ja nicht übertreiben, ne? Und da sich Stein wieder staut, darf jetzt ruhig wieder ein Ärmchen Steine nehmen und daraus Ziegel brennen. Damit wir weiter Mauern bauen können. Ja, gut. Also ich denke mal, wir haben gut was geschafft, diese Folgen. Mauern oben müssen weiter, Mauern da müssen weiter, Mauern unten haben wir keine. Weil auch expandiert wird. Dann müssen wir jetzt Richtung hellblaue Science Packs gehen, dann die bessere Ölverarbeitung erforschen, mit der besseren Ölverarbeitung die restlichen Sachen oben hin und her regulieren. Also mit Brennstoffblöcken und Petroleumgas und Plastik und Schwefel und so weiter. Aber das ist alles machbar. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Stahlproduktion, die kommt nicht so ganz hinterher. Aber da können wir in den nächsten Folgen einfach mal die Dinger da bauen. Die allerdings Plastik brauchen. Ja, ist trotzdem nicht allzu weit weg. Und wenn wir dann die Electric Furnaces haben, dann können wir auch die ganzen Eisendinger hier ersetzen. Wir können oben die Kupferdinger ersetzen. Und so muss ich nicht hin und her laufen. Oh, und nicht vergessen, Gerogon in der Zukunft, du solltest demnächst auch die Kohle-Dinger hier durch elektrische ersetzen und dann ein Fließband hochziehen, dass es hier immer die Steam Engines befüllt. Ja, klingt gut. Also bis gleich.